Und damit kommen wir zu den beiden zentralen Problemen, nämlich die sich um den Begriff des Rechts und den Sinn und die Identitätsstiftung dann ranken, nämlich das Problem der Identität. Was ist denn das jetzt eigentlich, diese Identität, von der hier gesprochen wird? Und was ist Kultur und welche Rolle spielt da eben das Recht? Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Und insoweit zum Begriff der Identität. Es wurde ja schon des Öfteren betont, dass Geschichte immer der Zuschreibung zu einem Subjekt bedarf. Ja, also Bedarf eines Subjektes, das Individuum oder eine Gesellschaft, eine Gruppe, je nachdem, welche Geschichte ich erzähle. Und dieses für die Geschichte essentielle Subjekt erhält eben seine Subjektivität durch das Bewusstwerden seiner Historizität, das heißt also seiner in Zeit und Raum gestellten Geschichtlichkeit. Das haben wir uns angeschaut, insbesondere deutlich gemacht. Gerade mit der existenziellen Dimension von Geschichte an den Beispielen von Gilgamesch oder Achilles oder anderen Heldengeschichten, aber eben auch dieser existenziellen Dimension, die wir bei Still Alice und der Krankheit von Alzheimer und der Demenz deutlich erleben, nämlich wenn jemand seine Geschichte verliert, verliert er auch seine Personalität. Und gleichwohl verstehen wir eben heute unter Geschichte weniger die Individualgeschichte, beziehungsweise eben die Biografie eines Individuums, sondern vielmehr die Geschichte von mehr oder weniger weit gefassten politischen Entitäten, von einer Geschichte Mesopotamiens bis zu einer Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, könnten wir mal sagen, werden uns dann eben mehr oder weniger umfangreiche Ereignisse berichtet. Wenn man sich also so ein Lehrbuch der Geschichte oder überhaupt ein Kompendium der Geschichte anschaut, dann ist das im Regelfall eben nicht die Individualgeschichte. Individuen spielen zuweilen eine Rolle, wenn sie die Geschichte besonders geprägt haben, also solche Figuren wie Cäsar, Alexander oder Napoleon, die gleich ein ganzes Zeitalter wirklich geprägt haben, und zwar in allen Bereichen, was die Kultur anlangt. Und dann sehen wir auf einmal die Wechselwirkung von Gesellschaft und Individuum deutlich aufleuchten. Aber im Regelfall spielt das Individuum keine so zentrale Rolle. Ja? Allenfalls eben nur insoweit, als sie diese Ereignisse, die in der Geschichte stattfinden, maßgeblich mitbestimmen. Im Vordergrund geht es immer um die Entwicklung von politischen Einheiten, von Stämmen, Volksgruppen, Staaten und so weiter. Und diese politischen Einheiten sind, wenn man jetzt eben einen modernen Ausdruck verwenden will, nichts anderes als soziale Konstruktion. Und wenn ich nochmal mit Jan Assmann sprechen will, dann können wir eben unterscheiden die individuelle Identität und die kollektive Identität. Ja, und man hat schon viel von Konstruktivismus und Dekonstruktivismus gehört und man könne etwas dekonstruieren oder wieder konstruieren. Das bezieht sich natürlich auf die Frage der individuellen Identität. Ich kann meine Biografie konstruieren. Aber da hätten, würden wir sofort Widerspruch einlegen und sagen, naja, Konstruktion hat ja nicht unbedingt etwas mit Wahrheit zu tun. Ich kann also mir eine Geschichte meines Lebens ausdenken und wenn ich das tue, komme ich ganz schnell in den Bereich einer Psychopathologie, dass ich schizophren bin oder tatsächlich unter Neurosen leide oder irgendwas jedenfalls habe. Indem ich mir also eine Identität zulege, die mit meiner Biografie, also der historisch tatsächlich vorhandenen Biografie, gar nichts zu tun hat. Das ähnliche Produkt oder die ähnliche Problematik sehen wir auch bei der kollektiven Identität, also wenn es um die Geschichte einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, eines Staates geht. Da hat sich mittlerweile in der allgemeinen Diskussion häufig der Gedanke breit gemacht, dass kollektive Identitäten immer konstruiert sind und man könne die auch dekonstruieren. Das ist das, was wir aktuell im postmodernen Kontext seit Mitte des 20. Jahrhunderts unentwegt erleben. Also im Grunde eine unentwegte Dekonstruktion von überlieferten symbolischen Formen und Gewissheiten, die immer existiert haben.
Ich will dieses Problem mal zunächst beiseite lassen, dass also kollektive Identität konstruiert ist und deswegen auch dekonstruierbar ist und diese ganze postmoderne, postmarxistische Dekonstruktion hier nur wenigstens erwähnt haben. Richtig daran ist, dass tatsächlich kollektive Identität symbolisch konstruiert wird. Also das, was ja Jan Assmann mit diesen symbolischen Formen und den symbolischen Ritualen gemeint hat, das ist das, dass ich eben diese Gemeinschaft, diese Erfahrungswelt, die Gemeinschaft stiftet, künstlich am Leben erhalten muss, wenn ich diese Gemeinschaft am Leben erhalten will. Ja? Dadurch, dass dann das Individuum diese Identität lebt, wird auch diese kollektive Identität mit Leben erfüllt. Das ist ein recht komplexer Vorgang. Ich werde hier mal kurz aus Jan Assmanns kulturellem Gedächtnis zitieren. Die kulturelle Identität und die politische Imagination. Da wird in dem Begriff schon deutlich, dass das Politische diese Identität imaginiert und damit immer wieder darstellen muss. Ja, symbolisch überhöht. Wir haben das ja mit den Traumata schon mal kennengelernt, wenn wir das eben auch auf die Gegenwart beziehen wollen. Also alle, die sich daran stoßen, dass ich immer wieder auf die Gegenwart komme, dann einfach nur deswegen, weil ich versuchen will, für die Geschichte wesentliche Aspekte dadurch zu plausibilisieren oder deutlich zu machen, weil sie ebenso noch in der Gegenwart gegenwärtig sind. Ja, und ich gehe davon aus, dass alle, die jetzt hier zuhören, eher ein Bewusstsein oder eine Wahrnehmung für das, was gegenwärtig passiert, als für historische Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen, auf die wir ja noch zu sprechen kommen müssten dann, wenn man sich die Geschichte dann jeweils genauer anschaut. Jedenfalls ist diese politische Imagination, wenn man sagt, welche Identität wird denn aktuell gestiftet, vor allem eben nach 1945 für Deutschland sehr prägend, diese Nie-wieder-Auschwitz-Imagination, ja, die in jedem Kontext immer wieder eine Identitätsstiftung gibt, so unter dem Motto, ja, wir haben gelernt. Wir haben aus der Geschichte unsere Lektion gelernt und wir müssen jetzt das immer wieder zelebrieren und wiederholen. Nie wieder Auschwitz. Ja, unser Außenminister ist ja wegen Auschwitz in die Politik gegangen etwa. Und das gilt für viele, die eben vorher alles andere dekonstruiert haben, sagen, okay, nach 1945 brauchen wir eine neue Identitätsstiftung. Was kann das sein? Unsere Identität in Deutschland ist halt Auschwitz. Und das wird dann zu allen Jahrestagen und bei allen Festreden von Herrn Steinmeier immer wieder betont. Und diese politische Imagination, das mag jetzt hier zur Verdeutlichung gelten, ist etwas, was eben in allen Kulturen stattfindet. Nur ist der Gegenstand der politischen Imagination ein unterschiedlicher. Und es geht immer um diese Frage, wie diese individuelle Identität mit der kollektiven Identität in Übereinstimmung und damit zu einer Gemeinschaft gebracht wird. Ja, es kann durchaus sein, dass diese individuelle Identität sich mit der politischen Imagination der vorgestellten Identität nicht identifizieren will. Dann sind das diejenigen, die eben nicht innerhalb dieser Gemeinschaft sind, sondern es sind dann die anderen, die draußen stehen. In einem kirchlichen Kontext sind das die Heretiker, die Abtrünnigen, die was anderes glauben. Ja? Auch hier wieder der Bezug zur Gegenwart. Diejenigen, die eben nicht, also wir haben ja den Begriff, diese Holocaust-Leugner, Klimaleugner, Corona-Leugner, ja, oder Covidioten. Das ist im Grunde schon von der Begrifflichkeit her durch die politische und mediale Imagination so zelebriert, dass die eben nicht zu dieser kollektiven Identität mehr mit dazugehören. Die kollektive Identität der Gegenwart ist, wir müssen Leben retten und wir setzen uns deswegen eine Maske auf. Sehr schön auf der Fahrt hier in meinem Büro habe ich gerade auch Plakate dazu gesehen. Offenbar ist das gerade das große Thema. Ich mache das für uns. Und dann ist eine Frau abgebildet, ein Mann oder wer auch immer, mit einer Maske. Ja, das ist also diese Ermahnung, setzt bitte eure Masken auf. Ich mache das für uns. Auch hier sind wir von der individuellen Verhaltensweise bezogen sofort auf die kollektive Identität. Wir tragen Masken, weil wir solidarisch sind.
Das ist also ein Ritual der Imagination von Bewusstsein einer Identität. Und alle die eben, die Maskenverweigerer, alle die da eben nicht mitmachen, das sind von vornherein schon symbolisch deutlich herausgehoben, diejenigen, die nicht mehr dazugehören. Also der Gipfel der Zuspitzung dieser Imagination, der kollektiven Identität und der Ausgrenzung all derer, die sich mit dieser kollektiven Identität eben nicht zusammenfinden wollen, war gestern, glaube ich, im Tagesspiegel zu lesen oder in der FAZ. Irgendeine Forschergruppe hat nun den Zusammenhang hergestellt von den großen Infektionszahlen im Osten und dem Wahlverhalten. Ja, da wird also deutlich gemacht, also diese Corona-Verweigerer, die eben zu großen Inzidenzfällen in Sachsen führen und in Thüringen und Sachsen-Anhalt und wo auch immer, das sind alle die, die sonst eben auch AfD wählen. Das sind also Rechte und die gehören halt nicht zu der Gruppe des kollektiven Wir. Und die müssen halt durch den Verfassungsschutz und ausgegrenzt, beobachtet und gegebenenfalls eben komplett aus dieser kollektiven Identität herausgelöst oder wieder zurück in den Schoß der Kirche und den richtigen Glauben geführt werden. Also dieser Zusammenhang von individueller Identität und kollektiver Identität ist wirklich für das Verständnis von Recht und Moral für also eine Geschichte des Rechts ganz essentiell, weil diese kollektive Identitätsstiftung immer abgesichert wird durch Normen, die dieses Kollektiv schützen. Ja? Und alle, die gegen diese kollektive Identität nicht mal unbedingt Sturm laufen, aber jedenfalls möglicherweise sie nicht teilen, als die Abtrünnigen, als die anderen, als die Außenseiter, als die Feinde bezeichnet, die bekämpft werden müssen. Und es gibt natürlich nichts Stärkeres, was eine kollektive Identität begründet, als ein gemeinsamer Feind. Ja, also einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Wenn man den identifiziert hat, dann stiftet sich dadurch Kollektivität noch umso intensiver. So, aber jetzt zu dem Text von Jan Assmann. Personale und kollektive Identität. Zwischen beiden Dimensionen der Identität besteht eine eigentümliche, paradox erscheinende Beziehung. Ich möchte das in der Form zweier Thesen formulieren, die einander scheinbar widersprechen. Erstens, ein Ich, also die individuelle Identität, ein Ich wächst von außen nach innen. Es baut sich im Einzelnen auf Kraft seiner Teilnahme an den Interaktions- und Kommunikationsmustern der Gruppe, zu der er gehört, und Kraft seiner Teilhabe an dem Selbstbild der Gruppe. Die Wir-Identität der Gruppe hat also Vorrang vor der Ich-Identität des Individuums, oder Identität ist ein soziales Phänomen bzw. eben soziogen. Das ist also diese These, die wir das letzte Mal uns genauer angeschaut haben, nämlich mit der Erfahrung von Normativität. Dass also das Sollen der Gemeinschaft schon auf uns trifft und wir uns an diese Sollensordnung, an diese normative Ordnung, die existiert, anpassen, ja, konform in sie hineinschmiegen, wenn wir nicht ausgeschlossen sein wollen. Aus der Familie, der Gemeinschaft, der wir angehören wollen und so weiter. Das heißt, das Drohen mit du bist ein Rechter, du bist ein Corona-Leugner, du bist ein Verschwörungstheoretiker, führt sofort zum Ausschluss aus dem Diskurs. Und wenn man das eben nicht möchte, dann verneigt man sich vor den Ritualen des Kollektivs. Ja, die hier eben gestellt werden, damit man eben sagt, doch, guck, ich gehöre doch dazu. Ich gehöre dazu. Das ist klassischerweise das, was man eventuell, wenn es jedenfalls der inneren Überzeugung widerspricht, auch als Opportunismus bezeichnet, dass man eben hier in einen Konflikt zwischen der individuellen Identität und der kollektiven Identität kommt und seine eigene individuelle Identität in Frage stellt oder eben bereit ist zu modifizieren mit Blick auf die kollektive Identität. Na?
So, die zweite These ist dann, kollektive oder Wir-Identität existiert nicht außerhalb der Individuen, die dieses Wir konstituieren und tragen. Sie ist eine Sache individuellen Wissens und Bewusstseins. Das ist jetzt auch wichtig. Also diese scheinbar gegenläufigen Thesen, ja, dass das Individuum von außen wächst, also durch die kollektive Identität. Die Normen werden an das Individuum herangetragen. Umgekehrt ist das die kollektive Identität abhängig von der individuellen Identität. Das heißt, das Kollektiv und die kollektive Identität, die Wir-Identität, lebt von dem Bewusstsein der Individuen, dass das, was das Wir konstituiert, das Kollektiv konstituiert, richtig ist. Und eben das Ritual mitmachen. Nicht zum Teil eben, und da kommt eben tatsächlich das Problem des Rechts mit hinein und der soziale Zwang und der Sanktion, der sozialen Sanktion, dass wenn ich mich außerhalb dieses Kollektivs bewege, ich Sanktionen zu befürchten habe. Andererseits aber auch diese kollektive Identität notwendig davon abhängt, dass eine Mehrheit des Kollektivs diese Identität teilt. Ja? Und das ist ein wesentliches Phänomen, das zu Revolution oder zu Reformation führen kann, wenn eben eine Mehrheit der Individuen mit dieser kollektiven Identität nicht mehr d'accord geht, kommt es eben zu einer Umänderung in einer Form, die im Zweifel, wenn eben diese kollektive Identität nicht anpassungsfähig ist, kommt es eben zum Konflikt. Das ist also, nehmen wir ein historisches Beispiel, etwa die Reformation Luthers. Ja? Dieses Aufbrechen der katholischen Vorstellung davon, dass der Ablasshandel etwas Wichtiges ist und dass man die Vergebung der Sünden durch diesen Ablass eben finanziell, fiskalisch erwerben kann, musste aufbrechen. Das war nun also der Gipfelpunkt, der jedenfalls für Luther und andere dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, nee, das trage ich nicht mehr mit, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Er war immer noch innerhalb im Schoß der katholischen Kirche. Ja. Er wollte auch gar keine andere Kirche. Er wollte eigentlich diese Kirche und den Glauben innerhalb der Kirche reformieren. Aber diese kollektive Identität hat das nicht zugelassen. Ja, also das Papsttum war in dem Punkt extrem streng. Man brauchte ja das notwendige Kleingeld. Machen wir es mal auf eine einfache Geschichte, brauchte das Kleingeld, um den Petersdom zu bauen, ja, waren in der Renaissance und es wurde sehr viel Geld ausgegeben, viel Pomp für die katholische Kirche und daher konnte man diesen Ablasshandel, der sehr einträglich war, die Angst, die man den Gläubigen sozusagen abnötigte und abtrotzte, dass sie aus Angst aus dieser Kirche ausgestoßen zu sein oder später eben aufgrund ihrer Sünden nicht in den Himmel kommen oder dass man eben für Angehörige betete, die vielleicht schon gestorben waren, dass man eben meinte, durch Geld hier dafür zu sorgen, dass die Eltern oder der Ehepartner oder Kinder, die gestorben waren, dass man eben durch Geld, das man an die katholische Kirche zahlt, dafür sorgen könne, dass die in den Himmel kommen. Und mit dieser Angst hat nun also die katholische Kirche ein tolles, einträgliches Geschäft gemacht und es gab dann eben welche, die gesagt haben, jetzt reicht's, aber das ist, das tragen wir nicht mehr mit. Es gab dann halt noch mehr Punkte, die Luther dann bekanntlich zum Zwecke der Reformation dieser Kirche an die Wittenberger Schlosskirche geschlagen hat in seinen Thesen. Auf die will ich jetzt nicht eingehen, ich will nur deutlich machen. Dann bricht das Kollektiv auf und eine große Gruppe verlässt diese Glaubensgemeinschaft. Mit den Konsequenzen, die für die Weltgeschichte und gerade für die europäische Geschichte teilweise verheerend waren. Ja, also die Glaubenskrise, Kriege, die von nun an für Europa ausbrachen, das Schisma, diese zweigeteilte Glaubensstruktur in Protestanten und Katholiken, die also ja, Jahrhunderte im Grunde die Diskurse und eben die kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt haben, sind nicht hinwegzudenken oder sind nicht denkbar, wenn es nicht zu diesem Aufbrechen der kollektiven Identität gekommen wäre, weil Luther sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Also die individuelle Identität
der Authentizität, des eigenen Glaubens, des eigenen Gewissens, von dem, was man für richtig hält, führt eben zum Austritt aus dieser kollektiven Identität. Und das haben einige schon vor Luther getan, sind rausgegangen, sie wurden als Ketzer verbrannt. Das heißt also die Frage, wann ist es möglich, etwas zu reformieren oder vielleicht sogar eine große Alternative aufzustellen, setzt wiederum voraus, dass es eine alternative kollektive Identität geben kann. Und diese alternative kollektive Identität war dann halt der Protestantismus. Und das wäre eben bei Luther auch schief gegangen, wenn er nicht hinreichend weltliche Unterstützung gehabt hätte von Fürsten, die das genauso gesehen haben wie er, die ihn also geschützt und gedeckt haben. Das zu diesem Punkt und diesen beiden Thesen, die Aßmann hier aufgestellt hat. Er sagt also, These 1 behauptet den Vorrang des Ganzen vor dem Teil, also das Kollektiv vor dem Individuum. These 2 den des Teils vor dem Ganzen. Ja, das ist also die Dialektik, die in diesem Phänomen steckt. Es handelt sich um die in der Sprachwissenschaft wohlbekannte Dialektik von Dependenz und Konstitution. Der Teil hängt vom Ganzen ab und gewinnt seine Identität erst durch die Rolle, die er im Ganzen spielt. Das Ganze aber entsteht erst aus dem Zusammenwirken der Teile. Gut, soweit Jan Aßmann, das reicht uns an dieser Stelle schon. Mehr will ich von ihm da gar nicht zitieren. Ein wesentlicher Aspekt ist jetzt, dass zwischen individueller Identität und kollektiver Identität noch etwas angesiedelt wird, bei ihm nämlich die personale Identität. Und diese personale Identität ist etwas, was die individuelle Identität mit der kollektiven Identität verbindet. Das heißt, ich will das gar nicht so sehr vertiefen, deswegen ist es auch ein bisschen kleiner. Die Vorstellung, dass ich als Individuum durchaus Teil sein kann von verschiedenen kollektiven Identitäten. Also gerade in der Gegenwart spüren wir das stärker als in früheren, sehr viel homogeneren Kulturen, bei denen man ganz evident nur Teil der Gesamtidentität sein konnte. Und diese personale Identität bildet im Grunde ab, dass ein Teil unserer persönlichen Identität immer ein Teil auch einer besonderen kollektiven Identität ist. Einfaches Beispiel. Man kann sowohl eben sich fühlen als ein Teil der Familie Meier oder als ein Teil der Familie XY. Ja, man ist der Sohn oder die Tochter von Herrn und Frau so und so und sieht sich in einem mehr oder weniger größeren kulturellen Kontext, was diese Familiengeschichte beinhaltet oder eben auch nicht. Man kann aber gleichzeitig eben auch Mitglied sein in einem Sportverein oder in einer Partei. Ja, man kann also gleichzeitig bei den Jusos sein und möglicherweise noch in irgendeinem Volleyballverein oder was weiß ich. Ja? Und dann, je nachdem, wie in dieser Gruppe, in der man ist, also in der politisch orientierten Gruppe oder in der sportlich orientierten Gruppe oder in der familiär orientierten Gruppe, das Ganze wird ja wunderbar deutlich in diesen vielen Möglichkeiten von WhatsApp-Gruppen. Ja? Machen wir eine Gruppe, kaum ist man irgendwie zusammen, sagt man, machen wir mal eine Gruppe. Ja? Und schon hat man eine neue Gruppe und je nachdem ist es nur eine spontane und nicht auf Dauer angelegte Gruppe, die nur etwas Kurzfristiges verfolgt. Oder, und davon hängt eben viel ab, ob es zu einer Identität kommt, dass tatsächlich diese Gruppenidentität auch gepflegt wird. Ja, indem man sich also als Mitglied etwa der SPD wähnt, dann sieht man sich auch in der Tradition einer langen Arbeiterpartei, die eben ihren Ursprung bei August Bebel Ende des 19. Jahrhunderts hat und sieht sich im Widerstand gegen Bismarck und so weiter. Und da schwingt eine ganze große Geschichte mit. Ja, und so ist es mit allen anderen Parteien auch, die dann irgendwie eine kollektive Identität haben. Und diese kollektive Identität, davon ist man Teil und trägt es eventuell auch mit diesem Teil. Ja, man kann also eine kollektive Identität eben auch entsprechend stärker ausbilden. Und das Problem der personalen Identität wird dann immer deutlich, wenn es zu einem Konflikt kommt. Gehe ich zum Geburtstag der Freundin X oder gehe ich zum Parteitag der Partei Y? Ja, was ist mir jetzt wichtiger? Und diese Konflikte werden dann eben deutlich, weil man eben diese unterschiedlichen personalen Identitäten hat.
Und idealerweise wird das alles unter dem Dach der individuellen Identität mitgetragen. Es sind nur Facetten der individuellen Identität und idealerweise eben nicht schizophrene Verhaltensmuster. Dass man also einmal Teil einer absurden Mafia-Struktur-Community ist und tagsüber ist man sozusagen Polizeihauptkommissar. Ja, also das wäre dann schon etwas, was natürlich historisch existiert. Ja, diese Geschichten gibt es. Aber das führt dann natürlich dazu, dass zwei unterschiedliche personale Identitäten nicht mit einer individuellen Identität zu verknüpfen sind. So, aber das will ich jetzt hier gar nicht weiter ausspinnen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Das kann man ja auch zum Teil dann eben auch bei Jan Assmann nochmal nachlesen. Die kollektive Identität, zu der wir jetzt kommen müssen, notwendigerweise, weil das Recht bezieht sich natürlich primär auf die kollektive Identität, ist nun ein Gegenstand, der mit dem Begriff der kulturellen Identität assoziiert ist. Manche würden kollektive Identität und kulturelle Identität in eins setzen. Andere wiederum würden sagen, naja, es gibt schon noch Unterschied zwischen einer kollektiven Identität und einer kulturellen Identität. Diese Begrifflichkeiten will ich jetzt auch nicht stärker auseinander dividieren. Wir werden zum Begriff der Kultur ja gleich kommen. Ich will mal folgenden Vorschlag machen, der Einfachheit halber und mit Blick auf die Zeit, dass also die kollektive Identität im Grunde identisch ist mit dem, was wir als Kultur bezeichnen. Ja? Denn Kultur ist das, was erst kollektive Identität konstituiert. Ja? Und der Begriff der Kultur ist also etwas, was über dem Begriff der Identität steht, weil der Begriff der Kultur erst diese Identität stiftet. Und wir sehen es schon, das ist im Grunde der Gedankengang, den ich hier entwickeln will, ist Identität ist das auf der personalen Ebene Relevante. Kultur ist der Überbegriff, der eben über die kollektive Identität auf die individuelle Identität einwirkt. Und ein wesentlicher Teil einer jeden Kultur ist dann das Recht. Ja, und dieses Recht prägt die Kultur. Das ist das, was Jan Assmann eben als die Gerechtigkeit der Gesellschaft oder eben der jeweiligen Kultur beschrieben hat, weil eine Kultur ganz wesentlich von den Verhaltensnormen in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe, in dieser Gesellschaft geprägt wird. Also diese Verhaltensnormen. Man kann den Begriff Kultur natürlich sehr viel weiter fassen und dann geht er über alles hinaus, was nur die reine gesellschaftliche und soziokulturelle Aspekte anlangt. Das will ich hier nicht tun, weil wir beziehen uns hier ja von vornherein auf den soziokulturellen Kontext, das heißt also auf den gesellschaftlichen Kontext, der durch Recht und Verhaltensnormen geprägt wird und nicht dadurch, dass es auch Beethoven gibt und dass man in eine Vernissage gehen kann oder dass eine Kultur dadurch ausgezeichnet ist, dass es besonders gutes Essen gibt oder irgendwas. Alles das ist natürlich auch mit einem weiten Kulturbegriff abgedeckt, aber nicht unbedingt, aber auch Aspekt einer kulturellen Identität, nicht aber unbedingt einer kollektiven Identität. Damit hatte ich schon angedeutet, worin der Unterschied zwischen kultureller und kollektiver Identität liegen kann. Uns interessiert hier vor allem und eigentlich auch ausschließlich diese soziokulturelle Perspektive, also die kollektive Identitätsstiftung durch Kultur. Und damit sind wir beim Problem an der Kultur. Was ist denn eigentlich jetzt bitte schön Kultur? Und das verstehen wir vielleicht am besten aus dem Gegenbegriff. Denn der Gegenbegriff von Kultur ist welcher? Die Natur. Ja, also für weite Teile der abendländischen Philosophie ist es ganz selbstverständlich, dass Kultur und Natur zwei verschiedene Dinge sind. Und während also die Causa Effizienz, ja, da kommen wir wieder zu diesen beiden Kausalitätsbegriffen, die wir als erste Urerfahrung schon mal kennengelernt haben, diese Causa Effizienz herrscht in der Natur. Causa-Effizienz heißt also Ursache und Wirkung. Das ist das Naturgesetz schlechthin, dass nichts passiert, was nicht eine Ursache hat.
Ja? Und diese Kausaeffizienz ist eben wesentlich für alle Wissenschaften, die sich mit der Natur beschäftigen, klassischerweise eben die Physik. Ja, wenn man also jetzt mal die Einteilung etwa in der Antike, und Physik ist ja dann ein griechischer Begriff, den wir dann bei Aristoteles auch finden, Physik, Ethik und Metaphysik. Also Metaphysik ist das dann, was über die Physik hinausgeht, aber auch nicht gleichzeitig Ethik ist, aber eine Grundlage der Ethik abgibt. Aber diese Einteilung will ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Wir bleiben beim Gedanken der Kausaeffizienz in der Natur. Und damit wird klar, wenn die Kausaeffizienz der Natur angehört, also die Wirkursache, dann ist die Alternative dazu, kurz mal im Gedächtnis kramen, welcher Begriff war das noch? Ah ja, das war doch die Causa finalis, also die Zweckursache, offenbar ein Aspekt der Kultur. Ja? Denn die Zweckursache war immer ein Aspekt der Freiheit. Ich setze mir einen Zweck. Jedes Individuum, ist, das sich als frei empfindet und als frei weiß, kann seiner eigenen Handlung ein eigenes Ziel geben. Ja, und diese eigene Zielsetzung für das eigene Leben beinhaltet eben diese Causa finalis. Das ist der Antrieb in der Motivation. Wenn ich morgens eben keine Lust aufzustehen habe, weil mich nichts motiviert aufzustehen, dann habe ich eben kein Ziel. Und da sehen wir auch schon den engen Zusammenhang zwischen der Causa finalis und dem Sinn. Ja, wenn ich keinen Sinn in meinem Leben sehe oder keinen Sinn in dem gegenwärtigen Tag oder keinen Sinn in irgendwas, dann fehlt mir vollständig diese Causa finalis. Ja, eine Kultur oder eine Gesellschaft, die eben keine Causa finalis hat, also kein Ziel verfolgt, und da sehen wir schon den engen Zusammenhang zwischen der eigenen Motivation und dem, was Politik klassischerweise antreibt, nämlich in der Tat eine Causa finalis, manchmal unter dem Gesichtspunkt Stichwort die Getriebenen, ja, durchaus auch die Causa Effizienz. Es gibt eine Ursache und eine Wirkursache und Politik ist nichts anderes als ein Getriebensein von dem, was da gerade passiert und man wurschtelt sich irgendwie so durch. Dieser Begriff aus der Politikwissenschaft des Muddling Through ist dann also dieses Durchwursteln durch all diese Gegebenheiten der Kausaeffizienz, die uns treibt und wir kommen überhaupt nicht dazu, eigene Ziele zu formulieren. Aber im Regelfall ist es schon so, es gibt ja ein Regierungsprogramm, es gibt Parteiprogramme und so weiter, da werden regelmäßig politische Ziele formuliert und damit ist im Grunde das, was jedes Individuum idealerweise dann am Silvesterabend oder am Neujahrsmorgen auch tun sollte und könnte, nämlich für sich individuell eine entsprechende Zielsetzung vornehmen. Nämlich, was nehme ich mir im neuen Jahr vor? Was war im alten Jahr schlecht? Das ist im Grunde die Causa finalis für das jeweilige Jahr. Also eine eigene Zielsetzung. Das bedeutet auch als Gegenbegriff der Kultur die Natur, auch im historischen Kontext, denn Kultur ist nichts anderes als die Emanzipation des Menschen von der Natur. Wir können im Grunde alles als Kultur bezeichnen, eine Kulturisation, was nicht der reinen Natur entspricht. Der Mensch ist gleichzeitig sowohl das eine als auch das andere. Es ist ein Wesen, ein Naturwesen als auch ein Kulturwesen. Und das hängt eben mit diesen beiden Causas zusammen, nämlich Causa Finales und Kausaeffizienz. Und unsere Naturtriebe, unsere Triebe, die wir haben, sei es jetzt das Bedürfnis, uns zu ernähren, etwas zu trinken oder eben auf Toilette gehen zu müssen oder der Geschlechtstrieb oder was auch immer. Also das sind alles klassischerweise natürliche, biologisch in uns liegende Phänomene der Kausaeffizienz, denen wir nur beschränkt ausweichen können. Wir müssen essen, wir müssen trinken. Wir müssen schlafen und so weiter. Und diese Phänomene des Naturwesens holen uns irgendwie immer wieder ein. Aber
je mehr wir uns versuchen, von diesen Naturbedürfnissen zu emanzipieren oder sie eben zu kultivieren, ja, also klassischerweise eben nicht mit den Fingern zu fressen, zu stopfen und sich komplett an Kleid und Haut und Haar mit dem Essen einzusauen und den Becher so runterzustürzen, wie wir es von den Wikingergelagen kennen, da würden wir sagen, das ist barbarisch. Ja, da sind wir schon bei einem klassischen Begriff in diesem Kontext, nämlich das Barbarentum, was man eben ausgrenzt aus einem kulturellen Kontext. Und damit sehen wir, dass im Grunde auch es keine Kultur ohne einen Sinn gibt. Denn Kultur bedeutet immer causa finalis, ich setze mir einen Sinn oder der Gesellschaft einen Sinn, in welche Richtung ich diese Gemeinschaft oder mich selbst entwickeln will. Und das ist regelmäßig eben die Sinnsetzung. Und insoweit ist nun auch das Recht nichts anderes als eine Konsequenz dieser Kultur. Ja? Der menschlichen Gesellschaft wird ein Sinn verliehen und dieser Sinn wird dann eben mit rechtlichen Mitteln sanktioniert. Ich erinnere nochmal an Montesquieu, den haben wir ja in der Einführung in die Rechtswissenschaft schon kennengelernt, der eben beschreibt, dass Recht sich aus einer Gesamtschau aller kulturellen und natürlichen Gegebenheiten einer Gemeinschaft überhaupt erst ergibt. Und insoweit hatte ich auch schon angesprochen, dieses Institutionenvertrauen, das eben ein Teil der Rechtskultur ist und wir eben mit dieser Rechtskultur immer erst konfrontiert werden, wenn es plötzlich zu einem Konflikt kommt. Aber das Recht ist eben, so würde vielleicht ein Marxist sagen oder jemand aus der Marxischen Schule, Recht ist eben Teil des Überbaus, der eine Kultur schirmt und sanktioniert. Ja, das wird eben deutlich etwa beim Schutz der Monarchie durch den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung. Ja? Und wenn ich eben darin vertraue, dass das Staatsoberhaupt nicht angetastet wird, Recht als zugrunde liegender Aspekt der Kultur und ich vertraue darauf, dass die Regierung nicht angefeindet wird, dann erkennen wir, dass also ganz wesentliche Maßnahmen dieser kollektiven Identität mit dem Schutz all dieser Institutionen verknüpft ist. Ja, das Verbot der Majestätsbeleidigung, das ja merkwürdigerweise wieder aufgepoppt ist, als man plötzlich feststellte, dass Jan Böhmermann ein Gedicht über Erdogan gemacht hat und plötzlich der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung im Strafgesetzbuch und zwar auswärtiger Staatsoberhäupter, ja die Beleidigung auswärtiger Staatsoberhäupter, noch in unserem Strafgesetzbuch mitsteht und nun plötzlich stellte man fest, dass man damit ja gar nichts mehr anfangen kann, weil sich hier eben auch die Kultur und damit eben auch unsere Vorstellung von dem, was geschützt werden müsse durch das Recht, ganz maßgeblich geändert hat. Ja. Oder ich erinnere an ein Ereignis, bei dem vielleicht das ganze Phänomen auch sehr deutlich aufgeploppt ist, nämlich 2015. Das war ja im November. Es gab die Anschläge in Paris, die islamistischen Anschläge. Und man wollte dann ein Zeichen der Normalität setzen, indem ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland in Hannover stattfinden sollte. Und dann wurde das plötzlich unter dubiosen Umständen abgesagt. Und auf dieser Pressekonferenz im November 2015 hat der damalige Innenminister Thomas de Maizière dann gesagt, oh, ich werde Ihnen nicht alles verraten, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, in der Tat, also so eine Aussage verunsichert natürlich noch sehr viel mehr. Das heißt, plötzlich ist das Vertrauen in die Institution doch sehr stark erschüttert. Also gerade dann, wenn eben solche massiven Phänomene Einzug halten, wie Terrorismus oder wie eine Pandemie oder wie ein Krieg im Zweifel oder eben eine durchgehend bestehende Missachtung von Normen, dann wird also dieses Institutionenvertrauen ganz stark erschüttert und man merkt eigentlich in diesen Momenten erst wieder, wie sehr man sich darauf verlässt, dass der Staat in allen seinen Normen und all seinen Regeln funktioniert. Ein vollständig durchnormiertes Gemeinwesen handelt immer auf der Basis von entsprechenden
Regeln und Normen. Und wenn es mittlerweile dann, wenn es zu einem Ritual würde, dass uns die Innenminister mitteilen, dass sie uns bestimmte Antworten nicht mehr geben, weil uns das verunsichern würde, dann wäre sicherlich die Kultur in dieser Hinsicht massiv erschüttert. Ich will aus der Geschichte nur ein paar kleine Beispiele bringen, um das nochmal deutlich zu machen, wie nun Recht die Kultur determiniert, schützt und damit eben auch die kollektive Identität. Das ist also ganz klar mit dem Begriff der Rechtspersönlichkeit ganz zentral. Das heißt, die Zugehörigkeit zu einer Kultur, die vor allem durch die Zugehörigkeit zu einer Polis beschrieben wird und mit dem Begriff der Staatsbürgerschaft bis heute verbunden ist. Es gab immer verschiedene Auffassungen dazu, was dazugehört, dass man eben die Staatsbürgerschaft ist, dass man also ein Deutscher ist oder dass man ein Chinese ist oder dass man ein Amerikaner ist, ein US-Amerikaner oder ein Italiener und so weiter. Alle Staaten und alle Kulturen haben zu ganz verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Regeln dazu aufgestellt, wer eigentlich rechtlich überhaupt dazugehört. Ja. Da ist eben die Begründung der Zugehörigkeit zum Imperium Romanum eine andere als die, die wir aktuell etwa in Deutschland zelebrieren. Also ein langer Diskurs und eine lange Fragestellung darüber, unter welchen Umständen denn bitteschön jemand die Staatsbürgerschaft erhält, muss er einen Deutschtest machen, was muss er zur deutschen Geschichte wissen und so weiter. Das ist heute ja alles hoch umstritten, ob jemand zwei Staatsbürgerschaften, drei Staatsbürgerschaften oder noch mehr Staatsbürgerschaften haben kann oder kann man eigentlich nur eine Staatsbürgerschaft haben. Diese Frage ist mittlerweile vollständig im Fluss, aber ist geschichtlich gesehen eine der ganz zentralen Fragen der Zugehörigkeit zu einer Kultur, die dann immer auch mit Identifizierung, Differenzierung, Ausgrenzung von vornherein immer einhergegangen ist. Also etwa die Differenzierung zwischen Griechen und Barbaren. Ich habe es schon angesprochen, dass der Begriff des Barbaren klassischerweise eben immer eine Zuschreibung für eine Gruppe von Menschen gewesen ist, die eben nicht zu der eigenen Kultur gehören. Und natürlich macht sich das zunächst an der Sprache bemerkbar. Daher kommt ja auch dann das Barbaren, die eben nicht Griechisch sprechen, sondern die sprechen halt was anderes. Die sprechen halt auswärts. Das ist eine barbarische Kultur, die sie dort leben und so weiter und so weiter. Und diese Gegenbegriffe dazu kann man eben einige finden: Katholiken, Protestanten, Ossis, Wessis bis in die Gegenwart, ja, und man kann eben die Dichotomie, die Ausgrenzung, die kollektiven Identitäten beliebig erweitern und gerade in der Gegenwart gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, sich zu irgendeiner Kollektivität zu bekennen oder eben nicht zu bekennen. Und es ist immer einfacher, einen Gegenbegriff zu haben, also zu sagen, was ist denn bitteschön das Gegenmuster. Und insbesondere auch die Identifizierung des Begriffs der westlichen Kultur, die lange Zeit, gerade für das 20. Jahrhundert, vor allem die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, ganz maßgeblich gewesen ist, die auch mittlerweile durchaus in Zweifel geraten ist. Was bedeutet das denn eigentlich? Was ist eine westliche Kultur? Wodurch ist sie gekennzeichnet? Und da kommen wir natürlich zu wichtigen und hier eben juristischen Entitäten. Ja? Dass die westliche Kultur vor allem durch drei Dinge gekennzeichnet ist, nämlich Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte. Und das sind natürlich juristische, rechtliche Kategorien. Und hier wird deutlich, dass also die Beschreibung einer Kultur, einer kollektiven Identität auf der Basis von normativen Zuschreibungen immer basiert. Oder die Wirtschaftsverfassung, dass man eben sagt, wir leben in einer freiheitlichen Welt. Die westliche Kultur ist eben gekennzeichnet nicht durch Planwirtschaft, wie es im Ostblock gewesen ist bis 89 nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, sondern wir leben eben von der Marktwirtschaft, das heißt die Freiheit in der Frage, was produziert wird, wie viel produziert wird, wer wem was verkauft. Also der Grundgedanke der Freiheit eben für die westliche Kultur ganz zentral ist, abgefedert durch das Soziale, also das Erfolgsmodell
Und darüber, auch hier streitet man natürlich bis in die Gegenwart, vor allem immer mehr, wie viel mehr sozial muss es eigentlich zugehen in dieser Marktwirtschaft, wie viel Kapitalismus muss zurückgedrängt werden und so weiter. Und wir sehen schon auch in diesem großen ideologischen Grabenkämpfen zwischen Kapitalismus oder freier westlicher Kultur und Sozialismus oder kommunistischer Vorstellung, in diesen Ideologenkampf, wird man aktuell immer wieder neu hineingezogen, wenn also immer wieder neu die Frage gestellt wird, wie stark darf die staatliche Intervention in die unternehmerische Freiheit sein, die aktuell ja so stark wie nie zuvor gewesen ist. Also das hätte sich wahrscheinlich weder Erich Honecker noch Michail Gorbatschow denken können, dass wir im Jahr 2020 in der sogenannten westlichen Kultur eine Zunahme der staatlichen Intervention haben, alles im Namen des Gesundheitsschutzes, die dahin geht, dass im Grunde die Unternehmen finanziert werden oder mit Staatsquoten aufgefangen, gerettet werden müssen, die dann aber natürlich am Ende doch wieder ganz stark im Wesentlichen im Teil des Staatseigentums stehen werden. Und damit fragt sich dann natürlich bis heute die zentrale Perspektive, gibt es überhaupt noch eine in einer multikulturellen Gesellschaft existierende deutsche oder westliche Leitkultur, auch eine Diskussion, die aktuell immer mal wieder poppt oder eben schnell wieder abgewürgt wird, der Grundkonsens vielleicht des Mainstreams, der überwiegenden Auffassung ist, dass es keine Leitkultur gibt, sondern dass wir eine multikulturelle Gesellschaft sind, in der eben die Diversität der verschiedensten Kulturen eine Rolle spielen. Und damit stellt sich natürlich schon die ganz zentrale Frage, welche Form von Identität wird da gelebt? Es gibt viele Gruppenidentitäten. Welche Rolle spielt nun das Recht? Und das sehen wir auch recht deutlich. Das Recht spielt vor allem die zentrale Rolle. Immer mehr Rechtsnormen, die sicherstellen sollen. Also immer mehr Recht wird erlassen, das sicherstellen soll, dass diese kulturelle Diversität auch tatsächlich in der Gesellschaft gelebt wird, die teilweise eben sogar erzwungen wird, wenn man etwa an das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz oder das Diskriminierungsverbot denkt und so weiter. Das ist alles rechtlich abgesichert, diese neue Identitätskultur. Letzter Punkt für heute. Ich sehe, die Zeit ist schon stark fortgeschritten. Letzter Punkt, der hier unmittelbar anknüpft, nämlich die Frage, inwieweit also eine Leitkultur existiert. Da wird immer wieder gesagt, es gebe keine. Das Einzige, was uns noch bleibt, ist der Verfassungspatriotismus. Was bedeutet das? Ja, wir haben alle Regeln, derer es bedarf, ja in unserem Grundgesetz zusammengefasst. Und da kommt das Stichwort des Verfassungspatriotismus her. Denn es gibt gerade für Deutschland durchaus ein ganz zentrales Problem, nämlich mit dem Verdikt dem deutschen Volke, ja, und dem Begriff des Vaterlandes. Diese Vorstellung, die vor allem von Dolf Sternberger entwickelt wurde, in seinem Aufsatz, einem ersten Aufsatz zum Verfassungspatriotismus, will ich ganz kurz andeuten. In seinem Aufsatz Das Vaterland, er hat sich öfter zum Begriff des Vaterlandes geäußert, aber Vaterland und Volk sind in Deutschland nach 1945 durchaus in die Krise geraten. Und Dolf Sternberger, auf den der Begriff des Verfassungspatriotismus zurückzuführen ist, macht das so deutlich. Dieses Wort, also das Vaterland, war beinahe verschollen, verklungen. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, wie es in Volksliedern so heißt. Wie oft hat sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten wehmütig oder bitter dieser Vers in unseren Sinnen wieder eingefunden, wiewohl er doch einer harmloseren Epoche entstammt als derjenigen, die wir erfahren, erleiden und erschaffen haben. Also das ist gerade so die Nachkriegsgeneration 1959, das Bewusstsein, dass Deutschland für jede Menge Elend in der Welt, vor allem aber auf dem europäischen Kontinent, verantwortlich ist, hat natürlich zu diesem großen Konflikt zwischen individueller
Identität und kollektive Identität geführt, dass es zu einem Bruch kam. Also jeder flüchtete in irgendeiner Form aus dieser kollektiven Identität des Dritten Reiches heraus. Und es brauchte nun aber irgendeiner neuen kollektiven Identitätsstiftung. Ja? Auch und gerade unter denen waren die Empfindungen der Vaterlandsliebe fragwürdig geworden, verschüttet oder doch verschwiegen, die alles Gemeine nicht im Exil, sondern mitten im eigenen Lande ansehen mussten. Und wie ein Wagnis mutet es an, dass nun bei einem Staatsakt in Bonn Theodor Heuss, also der erste Bundespräsident, die ehrende Formel zuerkannt wurde, er habe sich um das Vaterland verdient gemacht. Beinahe war es beim Hören oder Lesen, als ob uns ein leiser Schreck durchführe darüber, dass man es denn also doch von Neuem aussprechen kann. Der Begriff des Vaterlands und der Begriff des Volks ist also in die Krise geraten und an die Stelle, so Dolf Sternberger, solle nun also das Bewusstsein für die Verfassung, für die Freiheit, für die Rechte, die aus dem Grundgesetz uns gegeben sind, die neue kollektive Identität stiften. Jürgen Habermas hat diesen Aspekt aufgegriffen und hat gesagt, naja, es gehe nicht eben nur um ein deutsches Bewusstsein eines Verfassungspatriotismus, sondern hinter den Grundrechten und dem, was im Grundgesetz stehe, stehe ja eine größere universale Idee, nämlich die Menschenrechtsvorstellung, dass wir also sozusagen alle ein gemeinsames großes Volk sind, eine große Menschheitsfamilie. Der Begriff stammt jetzt allerdings nicht von Habermas, wenn ich es richtig sehe. Aber der Gedanke ist der, dass man eben über Deutschland hinausdenken müsse und Verfassungspatriotismus eben jeden mit einbeziehe. Und das bedeutet eben auch, dass es nicht das deutsche Volk mehr geben könne, sondern es müsse eben etwas darüber hinaus geben. Und dieses darüber hinaus ist eben als universal gedacht die Menschenrechte und ein, sagen wir, die Idee eines Weltstaates, einer Weltcommunity, einer Weltkommunizierung, die in der Tat, das werden wir uns dann im neuen Jahr noch genauer anschauen, für die rechtliche Ausprägung der letzten Jahre ganz wesentlich ist. Also der Hang zu immer mehr universalen und globalen Institutionen, die UN, die Europäische Union, die WHO und so weiter. Also immer mehr Souveränitätsrechte auf internationale Organisationen, globale Organisationen zu verlagern, basiert schon auch auf diesem Gedanken, dass man mit dem Begriff des Patriotismus, dem Vaterland und dem deutschen Volk eben nicht mehr so viel anfangen kann. Und in der Politik finden sich dann da ähnliche Konzepte, die dann nur anders heißen, also die Willensnation, die Bekenntnisnation oder Ähnliches. Und entsprechend ist das auch schon kulturell oder künstlerisch im Reichstag umgesetzt worden, indem nun auf dem Innenhof diese neue Bepflanzung da nicht mehr dem deutschen Volke, sondern der Bevölkerung gewidmet ist und damit eben eine Neuwidmung gleichsam, ja, diese kollektive Neuwidmung des Reichstages aus dem deutschen Volk heraus, eben einer imaginären, möglicherweise universalen Bevölkerung, einer Weltbevölkerung, die sich dann eben auch durchaus in der Politik der offenen Grenzen ganz klar widerspiegelt, die Vorstellung, lasst sie doch alle kommen, ist eben diesem Gesichtspunkt geschuldet, dass man eben nun eine Identität stiften will, die über das deutsche Volk, über das deutsche Vaterland hinausgeht, die eben der Bevölkerung gewidmet ist. Also da wurden dann entsprechende Samen ausgeschüttet in der Hoffnung, dass daraus etwas Neues wachsen würde. Und das passierte dann ja auch. Also etwas Ökologisches und migrantenoffenes Kunstwerk hier gestiftet, das dann den Innenhof des Reichstags mittlerweile ziert und den Begriff selbst der Bevölkerung vollständig überwuchert. Da bleibt nicht mehr viel von übrig. Ist im Kern, also wenn man das jetzt aufgreifen wollte, ist vielleicht aber etwas böse formuliert, ein Zurück zur Natur, ja, einer urwüchsigen Natur. Es gibt keine deutsche Kultur. Das ist ja auch die Aussage, die in diesem Kontext bei der Frage nach der Suche einer deutschen Leitkultur immer wieder aufgekommen ist.
dass also eine Rückkehr zur Natur der Hang ist, der in Deutschland ganz besonders stark verwurzelt ist, weil man mit der historisch gewachsenen Kultur eben nicht mehr so viel anfangen kann. Ne? Dieses, ich will nicht sagen verleugnen, aber durchaus einen anderen Weg gehen, einen anderen kulturellen Weg gehen, der hier eben eine Strecke beinhaltet, die man, ich will es gar nicht bewerten, in die eine oder andere Richtung kritisch sehen kann. Man kann lange auch über den Begriff des Verfassungspatriotismus reden und wir werden noch darüber reden müssen, welche Konsequenzen das eben gerade auf die aktuelle rechtliche Entwicklung hat, zeitgeschichtlich gesehen. Ich möchte aber abschließen mit einem Zitat, das von Egon Fleig stammt aus seiner Schrift Was Not tut. Egon Fleig ist ein Althistoriker, der lange an der Universität Greifswald gelehrt hat und dann auch hier in Rostock an der Universität von 2008 bis 2014. Und er hat ein ganz hübsches Buch geschrieben, das durchaus eine historisch konservative Sichtweise auf die aktuelle Entwicklung schon immer beinhaltet. Und vielleicht ist das auch vielleicht die deutlichste Kritik, die ich jedenfalls aktuell so gefunden habe, zu dieser Entwicklung dieser Bevölkerung, dieses Kunstwerkes da im Reichstag. Der Wahlspruch, so Egon Fleig, der Bevölkerung zeigt die Nulllinie des politischen Bewusstseins an. Bevölkerung ist das Substantiv von bevölkern. Wir bevölkern also unser Land, aber wir sind kein Volk mehr. Also keine Identität, was im Begriff des Volkes noch mitschwingt, sondern nur noch sozusagen ein Vorgang, der jetzt substantiviert ist. Alle, die da sind, halt. Ja, oder wie die Kanzlerin sagte, die schon länger hier sind und die eben noch nicht so lange hier da sind. Der aufgeschüttete Dreck, so sagt es Fleig sehr drastisch, indiziert, wo unsere politische Kultur steht. Wenn es keine Bürger mehr gibt, dann hört auch das Staatsvolk auf zu existieren. Ein Volk ist ein historisches Subjekt. Unser Grundgesetz macht dieses historische Subjekt politisch handlungsfähig, nämlich als Souverän einer Demokratie, vermittels seiner verfassungsmäßigen Organe. Eine Bevölkerung dagegen ist eine ameisenhafte Agglomeration von Individuen, die miteinander nichts zu tun haben. Also er erwähnt den Begriff der Identität hier gar nicht, aber nach dem, was wir gesehen haben, geht es genau um diesen Begriff. Es gibt keine Identität in einer Bevölkerung, sondern es gibt nur verschiedene Identitäten, die eben kleinere oder größere Gruppen dann ausmachen, aber keine größere gemeinsame Identität mehr. Sie ist ein rein passives Objekt für Maßnahmen ökonomischer und politischer Steuerung. Mit diesem Namen werden der Bürgerschaft der Bundesrepublik ihre Qualität, ein Souverän zu sein, semantisch entzogen. Als im März 2000 der Bundestag mit 260 gegen 258 Stimmen beschloss, den Dreckhaufen an der Stelle zu installieren, wo der Souverän dieses Staates seinen Willen bekunden soll, verabschiedete sich die wiedervereinigte Republik symbolisch nicht nur vom Geist des Grundgesetzes, sondern von der Tradition der Demokratie. Egon Fleig ist natürlich jemand, der weiß, dass im Begriff Demokratie das Wort Demos steckt, also das Volk. Und die Frage ist in der Tat, ist eine Demokratie in der Lage, ohne Demos zu funktionieren? Oder ist das nicht von vornherein eine Oligarchie, Aristokratie, eine Expertokratie oder was auch immer es sein wird, aber möglicherweise eben keine Demokratie mehr, weil innerhalb der Bevölkerung, die eigentlich einheitlich etwas im Rahmen der Demokratie als Willen formulieren soll. Wenn aber eine einheitliche Identität nicht existiert, kann es auch keinen einheitlichen Willen geben. Und das ist natürlich auch das, was wir aktuell in der Gesellschaft erleben. Wir erleben im Grunde eine tief gespaltene Gesellschaft und diese Spaltungsgräben gehen in verschiedenen Politikbereichen sehr ans Eingemachte. Das klingt jetzt alles nicht ganz so schön, aber der Ausblick auf Weihnachten und die Vorstellung, dass es doch wenigstens noch eine universale Idee gibt, die Identität stiften könnte, nämlich das Weihnachtsfest und die Hoffnung, das Licht und die Geburt eines kleinen Kindes, das uns selber sagen will, dass es möglicherweise auch mit uns eine Erneuerung geben kann
oder eben vielleicht auch in der Gesellschaft ein Besinnen auf christliche und kollektive Wurzeln, jedenfalls dadurch funktioniert, dass man erkennt, dass dieses Gemeinsame in dieser Kultur, in diesem Brauch die Liebe ist. Und ich glaube, das könnte ein gemeinsamer Nenner sein für das nächste Jahr. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, lassen Sie sich reichlich beschenken und ich wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Jahr. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.